Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Fab.io. Heute machen wir mal ein Ballspiel in GDevelop 5. Dafür mache ich jetzt erstmal ein neues leeres Projekt. Und eine neue Szene. Und füge erstmal den Hintergrund ein. Ich mache das auch ein bisschen größer. Dann füge ich den Ball ein. Dann die Wände. Wand, wenn ich es jetzt hört. Und noch das Ende. Also da, wo der Ball dann reinfällt. Genau. Ich baue jetzt erstmal ein kleines Level. Ich baue hier auf jeden Fall überall Wände hin, damit der Ball nicht rausfallen kann. Und man kann das Ganze dann auch steuern, indem man das Handy dreht. Und das zeige ich euch dann auf jeden Fall noch, wie das geht. Genau. Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze geht. Also als erstes mal machen wir at the beginning of the scene. Okay. Dann gehen wir auf Other Actions, auf Sensor, auf Motion, auf Orientation, Activate. Sagen wir okay. Sagen wir dann wieder Sensors, Orientation is active. Sagen wir okay. Machen wir ein Sub-Event, also ziehen das nach rechts. Sagen wir, wenn wir Ball aus, gehen auf Force. Ja, also. Add and Force to move to one position, X position. Gehen wir auf Sensors, Orientation Sensor. Oder geben einfach ein Device Sensors Doppelpunkt Doppelpunkt Orientation Gamma und schließe das Ganze. Das hat es irgendwie dupliziert. Und kopieren das jetzt und schreiben statt Gamma Beta. Genau. Löschen das wieder und machen nach die Klammer einen Stern und schreiben 10. Achso, nee, natürlich nicht, sondern hier bei 10 Speed Pixel. Ja, genau. Und wählen dann aus Instant. Also ist schon. Und sagen okay. Dann brauchen wir noch, wenn Ball ist in Collision mit Wand. Sagen wir okay. Soll es machen. Ball separate two objects von Wand. Das bedeutet, dass wenn der Ball gegen die Wand fährt, dass er nicht irgendwie durch kann.
Ja, und jetzt könnte man das Ganze auch schon spielen. Natürlich nur auf dem Handy, weil jetzt kannst du nicht machen. Ja, genau, und das Ganze könnte man jetzt schon spielen. Nur halt auf dem Handy, weil hier auf dem PC geht es jetzt nicht. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.